liebe Renata, was heißt Fototransfer? Ja, Fototransfer ist das, was wir jetzt hier sehen. Das ist ja die andere Art und Weise, wie ich sehr gerne arbeite. Natürlich teilweise ja auch schon mit Strukturen, aber eben in einem Verfahren, das nennt sich Fototransfer, also einen Abdruck direkt auf dem, in dem Fall Holzkörper. Und ich verbinde das natürlich sehr gerne auch wieder mit der Liebe für Struktur. Das heißt, die Struktur findet sich in dem Bild wieder. Das Ganze hat natürlich auch, wie ihr das schon sehen könnt, hier die wunderbare Möglichkeit, dass ich hier mit einem Fototransfer und Farbe und hier gleichzeitig mit Technik und Spray-Schablonen auch arbeiten kann. Hier haben wir eine Arbeit, die sogar mit Resin überzogen ist, also noch hochwertiger gestaltet und selbstverständlich auch ein bisschen Struktur drin. Das Ganze natürlich ja auch in eine von meinen Lieblingsfarben, im Rot. In das R steht in dem Fall vielleicht für Renata, aber auch vielleicht nicht. Das Ganze natürlich ja auch in dem Fall auch ohne Resin. Ist aber auch so wunderbar auf Vintage gemacht. Diese Anmutung finde ich besonders schön. Und so arbeite ich eben in den anderen Techniken, eben nicht nur abstrakt, sondern etwas, was für den Kunden gedacht ist, der ja eine Vorliebe hat, vielleicht für etwas Haptisches, aber doch etwas Gegenständliches.